Regeln. Wir kennen sie, wir missachten sie. Jeder Missachtung überschreiten wir eine Grenze. Doch warum machen wir das? Antworten auf diese Frage wollen wir nun in Salzburg finden. Gibt es Regeln, die für Sie eine Grenze darstellen? Sicher gibt es Regeln, die eine Grenze darstellen. Es gibt moralische Grenzen, es gibt Landesgrenzen, es gibt also viele Arten von Grenzen. Und die eine hat man mal gebrochen oder hat man schon, ist man an die Grenze gegangen, und mit der anderen sagt man einfach, na, also bis dahin und nicht weiter. Gibt es Regeln, die für Sie oder für dich eine Grenze darstellen? Ja, zum Beispiel Parkverbot oder Rauchverbot oder auch bei einer roten Ampel nicht mehr drüber fahren ist für mich auch eine Regel, die einhält, weil es einfach gefährlich ist und man das nicht machen soll. Bei Gelb nicht mehr über die Ampel fahren, weil dann wird es ganz schnell rot und dann fahren die anderen Autos los und dann macht's BÄM. Gibt es Regeln, die für Sie eine Grenze darstellen? Ja, natürlich. Wenn irgendwo ein Verbotsschild ist oder Rauchen verboten oder dergleichen, dann versuche ich das natürlich einzuhalten. Wenn es, wie gesagt, ein größeres Verbot ist, dann schon durchaus. Und haben Sie selbst schon mal eine kleine Regel gebrochen? Natürlich, wer hat das nicht? Also es ist so kleine Regeln, die man jetzt nicht unbedingt als wichtig erachtet. Da macht es vielleicht sogar ein bisschen Spaß, die zu brechen. Ja. Gibt es Regeln, die für Sie Grenzen darstellen? Kommt drauf an, was man jetzt unter Grenzen definiert. Man kann das rechtlich sehen, man kann es aber als gesellschaftliche Konvention sehen. Die rechtlichen Grenzen sind unsere Gesetze und die gesellschaftlichen Konventionen, da sagt man auch immer, die Grenze des eigenen hört da, wo die andere anfängt. Also ja, gibt es. Und unter uns, haben Sie selbst schon mal eine Grenze überschritten? Durchaus, ja. Zum Beispiel über Rot, bei Rot über die Ampel zu gehen oder was mir zu schwer, das fällt mir jetzt spontan ein. Vielen Dank. Zusammenfassend ist zu sagen, dass es viele Arten von Grenzen gibt. Man unterscheidet größere und kleinere. Wir haben herausgefunden, dass kleine Verbote leicht zu umgehen oder zu brechen sind. Jedoch müssen ethische und moralische Grenzen aufrechterhalten werden, damit ein gemeinsames Leben zu gewährleisten ist. Im Endeffekt muss jeder selbst entscheiden, welche Grenzen wichtig sind, und diese dürfen nicht überschritten werden.